Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem PowerDirector in der Version 15 von CyberLink. Im heutigen Teil geht es um das Thema Bauchbinde. Wie kann ich sie erstellen und für was brauche ich sie einfach? Dazu habe ich mich auch selbst mal schlau gemacht und im Lexikon der Filmbegriffe nachgeschaut, was überhaupt eine Bauchbinde ist. Als Bauchbinde bezeichnet man eine temporäre, meist im unteren Bildbereich platzierte Texteinblendung, mit der zusätzliche Informationen zum Bild gegeben werden. Im Unterschied zum Beispiel zu Ortsangaben, die als Inserts oder Überblendung realisiert sind, werden Bauchbinden in Magazin- oder Boulevardformaten für ergänzende Angaben zu Alter, Name, Funktion oder Zugehörigkeit von Personen benutzt. Zum Beispiel Markus M., 23 Jahre, Student der Filmwissenschaft. Dabei handelt es sich in der Regel um Angaben, die im Zuge der eigentlichen Information nebensächlich sind oder deren Erläuterung für die Beitragsdauer zu komplex oder zeitintensiv wären. Bauchbinden werden darüber hinaus vor allem in Reality-TV-Formaten zur teils überspitzten Charakterisierung der Teilnehmenden eingesetzt. Zum Beispiel Beate, 35, ist auf der Suche nach einem Kuschelbären. Bauchbinden sind in formatspezifischer Ästhetik farblich und grafisch gleichbleibend gestaltet und integrieren oftmals ein zusätzliches Logo oder einen markanten Schriftzug zur schnellen und eindeutigen Identifikation mit der entsprechenden Sendung. Bauchbinden werden in der Postproduktion einer Sendung hinzugefügt und unterscheiden sich daher auch produktionstechnisch von den verwandten Begriff des Inserts. Wir wissen jetzt, was eine Bauchbinde in der Theorie ist, aber wie wenden wir das am besten in der Praxis an? Ich habe mir wieder in mein Medienfenster einige Videodateien reingezogen, ziehe die auch mal gleich auf die Timeline. Es handelt sich hier um Luftaufnahmen in den Weinbergen in Rheinland-Pfalz. Und die sind mit einer DJI gemacht worden, Phantom 3, und deswegen fehlt natürlich auch hier die Tonspur. So, da es sich um eine Landschaftsaufnahme handelt, könnte hier eine gute Zusatzinformation für den Zuschauer sein. Wo wurde das gemacht? Vielleicht noch die Jahreszeit. Oder vielleicht auch den Namen einer Ortschaft und so weiter. Das könnten alles die passenden Infos sein, die man in eine Bauchbinde reinsetzt. Wenn wir uns jetzt hier mal bei den Titeln anguckt, ob hier eine Bauchbinde dabei ist, werden wir schnell feststellen, hier sind zwar unheimlich viele Vorlagen dabei, aber eine klassische Bauchbinde taucht hier nicht auf. Wir können auch noch mal in die Suche gehen und geben mal Bauch ein und dann kommt eine helle Bauchbinde. Die ist auch noch animiert, also klar, eine animierte Bauchbinde ist immer ganz nett und kann die Szenerie gut auflockern. Allerdings ist das die einzige, die hier angeboten wird. Das ist immer Geschmackssache. Fangen wir erstmal mit was Einfachem an und entwickeln unsere Bauchbinde selbst. Dazu gehen wir wieder hier oben auf unsere Filme, dass die angezeigt werden. Und jetzt hat man hier oben in dieser Registerkarte Farbkarten. Und jetzt werden hier alle möglichen Farbkarten angezeigt. Und jetzt wählen wir uns eine Farbkarte aus, die gut zu unserem vorhandenen Videomaterial passt. Um es einfach zu machen, würde ich eine dezente Farbe erstmal am Anfang wählen. Nehmen wir hier diesen leichten Gelbton und können diese Farbkarte in eine eigene Videospur ziehen. Die Farbkarte wird wie ein Videoclip behandelt. Jetzt wollen wir natürlich irgendwo an der richtigen Stelle wollen wir diese Zusatzinformation machen. Jetzt sieht man schon, die Farbkarte wird 5 Sekunden eingeblendet. Wir ziehen die mal auf 10 Sekunden. Das heißt, insgesamt wird diese Farbkarte jetzt 10 Sekunden eingeblendet und in dieser Zeit können wir jetzt eine Schrift hier noch erstellen, die die entsprechenden Zusatzinformationen liefert. Wie wir ja bereits aus einem vorhergehenden Teil meiner Lernreihe wissen, ist immer die darunterliegende Spur liegt über der anderen Spur. Deswegen sehen wir jetzt nichts anderes wie eine gelbe Fläche. So, wir machen einen Doppelklick auf diese Farbkarte, dann öffnet sich der Bild-in-Bild-Designer und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, diese Farbkarte komplett zu verändern.
Dafür stehen uns hier auf der linken Seite eine ganze Menge an Befehlen oder Möglichkeiten zur Verfügung. Man kann hier noch runterscrollen, da sind einige eingeklappt. Wir konzentrieren uns jetzt aber nur mal auf den oberen Teil. Und da ist es wichtig, dass wir das Seitenverhältnis beibehalten, diesen Haken rausmachen. Jetzt können wir hier oben anfassen und können für uns die richtige Größe der Bauchbinde festlegen. Das ist dann immer individuell abhängig, wie viel Text man hat, wie groß möchte man es machen und wie prominent soll das alles passieren. Jetzt habe ich zwei Videospuren übereinander liegen und die Bauchbinde, nämlich diese gelbe Farbkarte, liegt jetzt über der Videospur. Und dadurch kann ich jetzt auch Text hier einfügen. Dann gehe ich wieder in meinen Titeleditor. Ich gehe immer auf Standard und füge jetzt den Text in eine weitere Spur ein. Dann schaut das Ganze so aus, dass der Titel jetzt erstmal automatisch hier in der Mitte liegt. Liegt also quasi über Spur 1, Spur 2 und jetzt kommt der Titel. Damit ich den Titel bearbeiten kann, mache ich auch wieder hier einen Doppelklick drauf. Dann dauert es einen kleinen Moment und dann sehe ich, dass ich diesen Titel jetzt hier mit dem Mauszeiger anfassen kann und kann den Titel verschieben. Jetzt ist natürlich weiße Schrift auf gelbem Grund nicht unbedingt optimal. Dafür kann ich dann aber hier in der Registerkarte Schriftart Absatz, wenn sie nicht ausgeklappt ist, einfach hier auf diesen Pfeil klicken, kann ich jetzt hierüber einfach eine Schriftfarbe wählen. Wir machen es uns mal einfach und machen es mal schwarz, um einen sehr hohen Kontrast zu definieren. So, jetzt klicke ich hier rein, markiere entweder alles, das ist eine Möglichkeit, oder ich gehe hier oben links rein, markiere das und fange da an, jetzt einen neuen Titel reinzuschreiben. So, jetzt muss man auf die Rechtschreibung natürlich noch ein bisschen achten. So, wir nennen das Ganze mal meine erste Bauchbinde. Man kann auch mit STRG A den kompletten Teil auf einmal markieren. Jetzt habe ich hier die ganz normalen üblichen Möglichkeiten, den Text anzupassen. Fangen wir hier oben an. Wir können hier eine Schriftart auswählen. Wir lassen die Schriftart mal, dann können wir die Textgröße auswählen. Hier hatten wir die Farbe. Und wenn man immer mit der Maus ein bisschen drüber bleibt, dann kann ich auch eine Erklärung mir einblenden lassen. In dem Fall kann ich hier den Zeilenabstand festlegen und hier kann ich den Textabstand festlegen. Wir lassen das erstmal alles und machen sie einfach nur mal ein bisschen fett, damit sie prominenter wird. Und schieben sie erstmal so hin. Ich weiß, dass das nicht mittig ist, aber ich komme auch gleich darauf, warum ich das so mache. Wir können uns das alles mal in der Vorschau angucken, immer mal wieder hier auf die Stopptaste drücken, wenn der Cursor gegebenenfalls nicht hier ist, dann kann ich hier drauf gehen und jetzt sehe ich letztendlich, was passiert. Momentan ruckelt das alles ein bisschen in der Vorschau, das liegt aber daran, dass momentan noch Dateien bei mir im Hintergrund gerendert werden, aber so sehe ich jetzt letztendlich erstmal, wie das alles aufgebaut ist. Jetzt ist natürlich eine Bauchbinde, die, sage ich mal so nüchtern betrachtet, relativ mit einem eckigen Kasten und einer Schrift nichts Besonderes. Wir könnten jetzt auch grafisch damit noch eine Grafik einbinden. Da wir in den Weinbergen sind, würde sich vielleicht hier anbieten, dass man hier ein paar Weintrauben als Symbol einblendet. Das ist natürlich Geschmackssache und es soll auch nur mal die Möglichkeiten verdeutlichen. So, jetzt haben wir hier die Registerkarte Farbkarten ausgewählt. Wir müssen wieder auf Medieninhalt zurückklicken. Dann wieder der übliche Weg, Medien importieren. Jetzt will ich nur eine Datei auswählen. So, ich habe mir jetzt mal ein paar Weintrauben rausgesucht. Und es ist wichtig, dass man das als PNG-Datei raussucht, damit dieser Hintergrund, der jetzt hier schwarz angezeigt wird, transparent ist. Wir nehmen diese Bilddatei und legen sie auf eine weitere Videospur. Ziehen sie entsprechend groß. Das passt natürlich noch nicht. Jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder hier gleich im Vorschaufenster zu arbeiten und fasse sie an, ziehe sie klein
und passe sie hier in die Bauchbinde rein. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Jetzt sieht das zumindest schon mal etwas schöner aus, thematisch passend. Jetzt gehen wir noch mal in die Schrift rein, machen wieder einen Doppelklick da drauf und passen das hier noch mal ein bisschen an, dass das hier mittig ist. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, die Größe der Bauchbinde anzupassen. Das ist aber wiederum Geschmackssache. Soweit würde das jetzt erstmal passen. Wenn wir uns das jetzt hier in der Vorschau angucken, dann wird jetzt die Bauchbinde inklusive Schrift und der Weintrauben für 10 Sekunden angezeigt, hart eingeblendet und hart ausgeblendet. Das ist natürlich nicht ganz so optimal. Man kann das natürlich auch soft einblenden lassen. Dafür klicken wir wieder hier auf die Farbkarte und scrollen hier links runter. Da gibt es die Möglichkeit Einblenden, Einblendung, dass ich Einblenden aktiviere und gleichzeitig Ausblenden aktiviere. Und jetzt kann ich mir das Ganze mal angucken und jetzt sehe ich, wie das sanft eingeblendet wird. Wir schauen uns das nochmal hier in der Vorschau an. Man sieht auch schon hier auf der Videospur 2, dass sich hier was verändert hat. Hier kann man genau erkennen, wie der Einblendeffekt ist. Hier ist absolute Deckkraft mit 100% und hier wird es wieder ausgeblendet und die Deckkraft geht dann auf 0% zurück. Die zwei weiteren Spuren müssen wir natürlich jetzt auch anpassen. Ich suche mir als erstes mal hier die Weintrauben raus, weil es schneller geht. Ich scrolle wieder runter im Bild-in-Bild-Designer und habe hier auch die Möglichkeit, die Registerkarte Einblendung zu aktivieren und mache hier die entsprechenden Häkchen, Einblenden aktivieren, Ausblenden aktivieren, gehe auf OK und jetzt habe ich das gleiche wie oben hier in dieser Farbkarte. Bei der Schrift verhält es sich fast ähnlich, aber leider nur fast. Es gibt nämlich, wenn ich hier runter scrolle, nicht diesen Effekt Einblenden oder Ausblenden, sondern beim Titeldesigner ist es immer etwas anderes. So, die Schrift ist hier markiert, gerahmt. Ich muss auf die Karte Effekt gehen. Und jetzt habe ich einen Starteffekt und ich habe einen Endeffekt. Ich kann zum Beispiel auf Ausblenden gehen. Klingt zwar für einen Starteffekt komisch, ist aber so. Und gehe dann auf den Endeffekt und auch hier habe ich Ausblenden als Möglichkeit. Ich muss es nur finden. Da ist es, Ausblenden. Gehe auf OK. Jetzt schauen wir uns das mal in Ruhe in der Vorschau an, was passiert ist. Ja, so habe ich meine erste Bauchbinde erstellt. Mit relativ wenigen Klicks ist es möglich, schon nette animierte Informationen für einen Film zu ergänzen. Das kann man natürlich noch viel weiter treiben, das Ganze. Das möchte ich im nächsten Teil machen, wie ich eine animierte Bauchbinde erstelle, die dann tatsächlich sich ganz anders auf der Videospur bewegt. Dann geht es in das Thema Keyframes, wie wende ich die richtig an. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Wünsche habt, Anregungen oder Ideen oder auch Kritik habt, schreibt es mir in die Kommentare, freue mich darüber. Ansonsten gebt mir einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal. Und dann sage ich vielen Dank für das freundliche Zuschauen und bis zur nächsten Woche. Tschüss!